Hallo zusammen, Sauti hier von Plaquetica. Wir sind hier im Sommercasino in Basel mit Throne. Also, für alle, die euch nicht kennen, woher kommt ihr und in welchem Genre seid ihr unterwegs? Wir kommen aus Süddeutschland, Schweizer Grenze, Schwarzwaldgegend, spielen Black Death Thrash Metal. Okay. Auf der Bandseite steht, dass ihr Blackened Death Metal macht. Also was hat das genau damit auf sich? Wir sind verwurzelt in den Mid-90er eigentlich, da kommen wir irgendwie her, soundmäßig. Und wir spielen Death Metal, der aber sehr melodiös ist und einen düsteren Spirit hat. Daher eigentlich das Black Metal. Also wir spielen keinen Happy Melodic Death Metal, sondern wir spielen eine düstere, dunklere Version davon. Okay. Ja, wie kamt ihr eigentlich auf diesen Bandnamen Throne? Eigentlich ist es Thron, aber es ist nicht schlimm. Okay. Ich wollte was Kurzes, Prägnantes, was man sich schnell merken kann, was nicht zu viel Platz wegnimmt. Und Thron ist ein kurzes, prägnantes Wort, was auch was ausstrahlt. Okay, also ausstrahlen in welchem Sinne meinst du das? Gewisse Form von Macht im negativen und im positiven Sinne auch. Also Machtmissbrauch, aber auch Machtausübung. Macht kann positiv und negativ sein. Und Thron ist ein Synonym für Macht und die Mächtigen und die Ohnmächtigen. Ja, wir haben bei der Recherche auch Probleme gehabt, also ihr seid relativ schwer zu finden. Mhm. Ist es daher immer noch die schlaue Wahl, einen solch kurzen Namen auszuwählen? Jein. Ich weiß, was du meinst. Gibt man bei Google Thron ein, dann kommen 1000 Sachen. Andererseits ist es cool, wenn die Leute auch ein bisschen Mühe darin verwenden, uns zu finden, wenn sie was über uns wissen wollen. Also ist dann auch nicht so Fastfood-mäßig, sondern müssen sich halt ein bisschen reinhängen. Genau, also kann man sagen, Qualität muss man suchen, ne? Ja, das ist gut. Das hört sich gut an. Habt ihr auch gewusst, dass es in Russland eine Band gibt mit demselben Namen? Ja, mit Punkten. Genau. T.H. Das wusste ich. Ja, genau. Ja. Wir haben ja auch gesehen, dass sie auch im Black-Metal-Bereich tätig sind, aber sich aufgelöst haben. Sieht man da jetzt kein Problem, dass es eigentlich mal früher eine Band gab? Oder sagt man, weil sie jetzt nicht mehr aktiv sind, spielt es jetzt keine Rolle mehr? Ich wusste, dass sie sich aufgelöst haben, dass sie ein bisschen anders geschrieben werden. Und das finde ich okay, weil das war jetzt keine Band, die weltweit erfolgreich war. Ich meine, es gibt tatsächlich Bands, die nennen sich Dismember. Also die Original-Dismember sind eine der bekanntesten Death-Metal-Bands und es gibt tatsächlich eine junge Band, die sich Dismember nennt. Das finde ich dann schon ein bisschen dreist, aber das mit dem Thron fand ich jetzt kein Problem. Okay, ja. Ihr habt 2017 ein Album rausgebracht, Thron ebenfalls. Klingt für mich etwas klischeehaft. Die Musik oder? Ja, dass man das Album einfach mal nach dem Bandnamen betitelt. Ja, ich meine, das erste Album finde ich ist okay, wenn man es self-titled macht. Das nächste Album wird dann einen Namen haben wahrscheinlich. Vielleicht wird es auch einfach zwei heißen. Es sollte einfach ein simples Statement sein. Das Cover ist simpel. Der Name ist simpel. Und wir fanden, dass es reicht. Also, dass nicht noch mehr dazu muss. Für uns war es stimmig. Genau, also dass man eigentlich auf einer Linie weiterfährt. Genau. Ja. Was hebt euch von den anderen Death Metal Bands eigentlich ab? Also, was unterscheidet euch von den anderen? Puh, was unterscheidet uns? So viel unterscheidet uns nicht. Wir sind sehr melodiös, also wir haben sehr viele melodiöse Gitarrenparts, das machen aber viele andere Bands auch natürlich.
sonst gibt es, glaube ich, kein Alleinstellungsmerkmal für uns. Wir machen einfach Sound, den wir mögen und ein bisschen Tribut zollen an die 90er, denen wir quasi diese Musik viel gehört haben. Oder ich vor allem. Ja, was meinst du, was unterscheidet euch von anderen Bands? Eigentlich nicht mehr, als er schon gesagt hat, ja. Schwer zu sagen. Okay, also seid ihr da alle einer Meinung, hä? Ja. Ja, der Grund für die Wahl eures Genres, ist das auf dich zurückzuführen? Oder haben da auch die anderen noch mit eingespielt, dass man sich für diese Art der Musik ausgewählt hat? Ich habe eine Platte geschrieben. Für mich habe ich ein Studio. Mhm. Und habe eine Platte geschrieben, weil ich wieder Lust auf den Sound hatte, den ich vor 20 Jahren, also ich hatte immer Lust auf den Sound, hatte aber keine Leute gefunden. Und dann habe ich gedacht, dann schreibe ich einfach eine Platte für mich selbst. Und dann habe ich gedacht, aber ich frage ein paar Kollegen, ob die da mitmachen wollten, von denen ich wusste, dass die auch auf so einen Sound stehen. Und so hat sich das entwickelt eigentlich. Also, aber so, das kam alles von mir quasi, die ganzen Songs, die Platte, selbst produziert etc. Okay, sehr cool. Jo. Ja, was gefällt euch eigentlich hier in Basel am besten? Ich meine, ihr hattet ja gar nicht vor so langer Zeit hier auch schon wieder einen Gig gehabt. Und jetzt kehrt ihr wieder zurück. Was gefällt euch hier? Ja, das ist ja fast unsere Homebase. Wir wohnen ja auch quasi alle so um Basel rum, auf deutscher Seite. Die Leute hier sind cool. Es gibt geile Bands hier, es gibt geile Veranstalter, geile Clubs. Es gibt verschiedene Clubs. Wir haben jetzt das vierte Mal, dass wir in Basel gespielt haben und jedes Mal in einem anderen Club. Jedes Mal mit anderen Veranstaltern auch. Also es ist geil, es ist eine lebendige Szene hier. Ja, was gefällt dir in Basel hier am besten? Gastfreundschaft. Die Schweizer Gastfreundschaft. Ja, da müsstet ihr mal nach Bern kommen. Da würde das Ganze auch nochmal ein bisschen anders ausschauen. Ne? Okay. Ja, wir kommen gerne nach Bern. Wir hätten ein Konzert in Bern gehabt, ein Angebot. Wo war das? Beim Revue, beim Headbangers Ball, beim Zahrakiv und das Ja, mussten wir leider, konnten wir nicht spielen. Okay, ja. Gut. Ja, wenn wir schon mal ein bisschen beim Black Metal sind und den alten 90ern, es gibt ja auch heutzutage noch schräge Kombinationen. Also wir haben zum Beispiel auch Gospel Black Metal gefunden. Mhm. Was ist die schrägste Kombination aus Genres, die ihr kennt? Im Metal-Bereich? Ja, im Metal-Bereich oder sogar im Black Metal-Bereich. Ja, Seal and Order. Nee, also... Die machen natürlich eine interessante Mischung. Es gibt aber in diesem Black-Metal-Bereich natürlich, da sind wir ja sehr konservativ, wir jetzt als Band. Wir machen ja sehr geradlinigen Metal ohne große Vermischung mit anderen Sachen. Aber ich höre auch viel Bands, die sehr experimentell sind, die mit Elektronik vermischen, die mit Post-Rock vermischen, die mit, ja... Da gibt es ganz viele interessante Sachen. Also was viele Menschen, denke ich, nicht sehen, ist, dass es im Black Metal sehr, sehr viel, also das ist das Genre, Subgenre im Metal, was am meisten herumexperimentiert eigentlich, weil viele Außenstehende denken einfach nur, okay, die spielen schnell und haben Corpse Paint und kreischen, aber die neuesten Innovationen eigentlich in dem Bereich spielen sich eigentlich im Black Metal ab. Okay, ja, kommen wir noch zu einer etwas anderen Frage. Kannst du mir den Satz komplettieren? Alkoholfreies Bier ist für dich? Geldverschwendung. Und für dich? Schöne Alternative. Schöne Alternative. Das hört man eigentlich, wenn man so das Klischee nimmt vom Metalhead, eigentlich nicht gerade zu erwarten, dass man sagt, alkoholfreies Bier ist gut. Kannst du das vielleicht noch etwas ausführen? Na, ich fahre meistens. Und dann, wenn ich mal Lust auf ein Bier habe, dann, wenn da gerade ein alkoholfreies steht, muss ich auch mal zum Alkoholfreien stehen. Greifen, ja. Okay, also sehr vorbildlich immer 0,0 beim Fahren. Ja. Wir lassen es beim 0,0 sein. Ne? Gut, ja, von meiner Seite her war es das eigentlich noch schon. Wollt ihr noch irgendetwas anfügen? Unsere zweite Platte ist gerade in der Mache. Vielleicht kommt die dieses Jahr noch raus oder Anfang nächstes Jahr.
Also Augen offen halten. Es gibt noch keinen Titel oder so. Aber da kommt definitiv was. Okay. Ja, habt ihr noch etwas, das ihr vielleicht euren Fans oder der Mutti oder sonst wem sagen wollt? Wir haben geile Fans. Danke für alles. Ihr seid die. Für euch tun wir das. Und für uns natürlich auch. Aber was ihr uns zurückgebt an Konzerten, das hält uns am Leben. Jo. Von deiner Seite her noch etwas zum Anfügen? Nicht. Alles gesagt. Gut. Ja, dann danke vielmals fürs Zuschauen. Vergesst nicht, uns zu liken, zu teilen und zu abonnieren. Vergesst auch nicht, bei der Band vorbeizuschauen, auf Facebook oder die Webseite. Seid ihr auch auf Instagram? Nein. Nein. Gut, dann einfach nur auf Facebook und Webseite. Ja, die Links dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Ich danke euch vielmals für das nette Gespräch und wir sehen uns bald wieder. Gut. Cut. Okay, cool. Jo. Zum Glück hat er die Maske auf. Boah, das hält.